Es geht wieder los, die Allergiezeit ist im Anmarsch. Juckende Augen, Niesen, Schnupfen und du fragst dich, wie geht man am besten damit um? Verschwinden Allergien vielleicht sogar? Und darum geht's im heutigen Video, ich kläre auf. Mein Name ist Dr. Alice Martin, ich bin eine der Ärztinnen von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik. Hier behandeln wir übrigens auch Erkrankungen, die allergisch bedingt sind und manche Erkrankungen haben Schnittstellen mit den klassischen Allergien, die man von draußen kennt und ich freue mich sehr, das Wissen mit dir zu teilen. Was ist eigentlich eine Allergie? Eine Allergie ist eine übermäßige Reaktion unseres Immunsystems auf äußere Einflüsse, auf die wir normalerweise gar nicht reagieren sollten. Es gibt unterschiedliche Arten von Allergien, und zwar insgesamt 4 Stück. Und die klassische Allergie, die man von draußen kennt, also Pollen- und Gräserallergie, zählt man zu der sogenannten Typ-1-Allergie. Bei einer Typ-1-Allergie kommt es dazu, dass der Körper schnell reagiert auf äußere Einflüsse. Zum Beispiel mit den Schleimhäuten, sprich die Nase fängt an zu laufen oder die Augen werden rot und jucken. Aber auch die Atemwege können betroffen sein, bis hin zur Beteiligung des gesamten Körpers. Das bedeutet, dass diese Allergene eine so starke Immunreaktion auslösen, dass der Blutdruck sinkt, dass man eine Anschwellung haben kann und das ist im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich. Gott sei Dank haben die meisten so etwas nicht, sondern sie kennen einfach nur lästiges Augenjucken und vielleicht noch ein Laufen der Nase, aber da gibt es einige Hilfsmittel gegen. Und was hat das alles nun mit der Haut zu tun? Ganz einfach, einige Erkrankungen, wie zum Beispiel die Neurodermitis, neigen dazu, dass man noch andere allergische Reaktionen hat. In der Dermatologie, aber auch in anderen Fachbereichen gibt es eine Zusatzbezeichnung, Allergologie. Das bedeutet, man beschäftigt sich mit den Allergien und da testet man ganz einfach durch Allergietests, ob eine bestimmte Neigung vorhanden ist. Da gibt es den Pricktest. Man piekst einfach an der Armunterseite bestimmte Allergene in die Haut und schaut, ob es zu einer übermäßigen Reaktion mit Juckreiz kommt. Typische Reaktionen an der Haut im Rahmen einer Allergie sind Rötung, Juckreiz und kleine Quaddeln. Übrigens, diese Hautveränderung behandeln wir auch über die Dermanostik-App. Das bedeutet, du schickst 3 Fotos über die App, beantwortest einen kurzen Fragebogen und bekommst dann von einem oder einer unserer Hautärztinnen einen Arztbrief mit Diagnose und Therapieempfehlung. Es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten bei einer Allergie, mehr als nur diese beiden. Und ich erzähle dir jetzt, welches die wichtigsten sind. Erstens ein Nasenspray, zum Beispiel mit Cortison. Zweitens Anti-Juckreiz-Tabletten, sogenannte Antihistaminika, das kennst du sicherlich schon, Cetirizin, Fenistil, es gibt aber noch andere gute Alternativen. Frag einfach direkt über die App unsere Hautärztin an. Drittens, du kannst eine Desensibilisierung durchführen, das heißt, du gewöhnst deinen Körper langsam an die Allergene. Da gibt es 2 verschiedene Varianten, Skid und Slit. Das bedeutet, man nimmt Tabletten unterhalb der Zunge täglich und gewöhnt damit den Körper an die Allergene. Alternativ kann man auch diese Allergene in die Haut spritzen und auch da einen Gewöhnungseffekt erzielen. Viertens, falls deine Haut mit betroffen sein sollte, kannst du zum Beispiel kortisonhaltige Präparate verwenden. Und fünftens, falls du kein Kortison verwenden möchtest, kannst du alternativ auch versuchen, die Allergene zu vermeiden, weil das löst gar nicht erst deine Reaktion aus. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ist es Allergiezeit, aber nicht jedes Allergen tritt zur gleichen Zeit auf. Es gibt nämlich Früh- oder Spätblüher und damit du da nicht durcheinander kommst und weißt, wann tritt denn was auf, gibt es auf unserem Blog einen ausführlichen Beitrag mit einer Übersicht dazu. Übrigens, den Link dazu gibt es in der Beschreibung oder auf unserer Webseite direkt. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Mehr Informationen findest du übrigens bei Instagram oder auch bei TikTok, falls du da noch nicht vorbeigeschaut hast. Und ich freue mich sehr, wenn du uns abonnierst und ein Like hinterlässt.